So, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es geht wie immer um den TGA. Diesmal geht es um die Sprachbetrachtung. Das heißt, ihr analysiert die Sprache eines textgebundenen Aufsatzes auf vier Ebenen. Und wie das genau ausschaut, das schauen wir uns jetzt gleich nochmal zusammen an. Gut, dann starten wir gleich durch und schauen uns das mal an, wie man diese Sprache untersucht. Dazu haben wir vier Bereiche. Der erste Bereich ist die Sprachebene, der zweite der Satzbau, dann betrachten wir die Wortwahl und schließlich und endlich die rhetorischen Stilmittel. Das sind diese vier Teilbereiche der Sprachanalyse, die wir jetzt gleich im Einzelnen noch erläutern. Alles, was ihr hier findet und schreibt, müsst ihr mit Zeilenangaben am Text belegen. Das heißt, ihr müsst schreiben, was ihr findet. Ihr findet beispielsweise viele kurze Hauptsätze. Ihr müsst Beispiele dafür angeben mit der Zeilenangabe. Und ihr müsst schließlich noch sagen, wie diese kurzen Hauptsätze auf den Leser wirken. Gut, gehen wir ins Detail. Schauen wir uns die Sprachebene an. Wir unterscheiden vier Sprachebenen. Als erstes die Hochsprache. Die ist sehr selten. Die wird bei euch ganz selten nur drankommen. Die kommt bei klassischen Autoren, sage ich jetzt mal, vor, bei Schiller, bei Goethe, aber auch bei Leuten wie Thomas Mann, bei Lessing. Wie gesagt, wird euch recht selten begegnen. Was euch häufig begegnen wird, ist die Standardsprache. Die finden wir in vielen Romanen und in Zeitschriften oder Zeitungen. In der Kurzgeschichte werdet ihr auf die Alltagssprache treffen. Das ist die Sprache, die normale Menschen, so sie sich ordentlich ausdrücken, sprechen. In der Kurzgeschichte findet ihr auch immer wieder Teile der Umgangssprache. Das sind Sachen, die grammatisch nicht ganz korrekt sind, beispielsweise Ellipsen und dergleichen. Jo. So viel zu den vier Sprachebenen. Ich denke, in euren Kurzgeschichten konzentriert euch auf die Alltagssprache und sucht Umgangssprachliches als Besonderheit heraus. Kommen wir zum Satzbau. Da unterscheiden wir wiederum kurze Hauptsätze, die in aller Regel die Handlung vorantreiben. Die wirken oftmals auch etwas kurzatmig, die lassen Spannung entstehen, lassen Lebendigkeit entstehen. Hingegen lange Satzgefüge oftmals dann gebraucht werden, wenn Dinge zusammengefasst werden sollen. Fragesätze findet ihr auch immer wieder. Die beziehen den Leser mit ein, sie lassen den Leser nachdenken. Und wörtliche Reden oder Gedanken steigern die Lebendigkeit, beziehen auch den Leser mit ein, lassen ihn entweder an dem Geschehen intensiver teilhaben oder bei Gedanken am Innenleben des Protagonisten oder der Protagonistin. Ellipsen, unvollständige Sätze, sind typisch für die Alltagssprache und sollen die Gesamtsprache für den Leser realitätsnäher wirken lassen. Der Satzbau. Schauen wir uns die Wortwahl an. Auch hier gilt, nur was euch auffällt, ist wirklich besonders. Das heißt, besondere Verben, nicht gehen, stehen, sitzen, liegen, sondern kullern, kugeln, für ein Berg hinabrollen oder dergleichen. Anschauliche Adjektive, die nicht alltäglich sind. Nicht groß, klein, dick, dünn, aber kugelrund. Die steigern die Anschaulichkeit. Sie beschreiben etwas klarer und genauer. Meine Herren und meine Damen, bei der Wortwahl steht hier jetzt nicht, sage ich euch aber, wäre es auch wichtig, wenn Dinge immer wieder wiederholt werden, wenn Wörter immer wieder auftauchen, dann liegt das in aller Regel nicht daran, dass die Autoren zu doof sind, mehr Wörter zu verwenden, dass sie einen zu kleinen Wortschatz haben, sondern die denken sich was dabei, die beabsichtigen. Das heißt, sie wollen dieses Wort betonen, herausstellen. Oftmals ist es so, dass Gedanken im Kopf kreisen, dass immer wieder das Gleiche in den Gedanken eines Protagonisten oder einer Protagonistin vorkommt. Das soll herausgestellt werden. Und dann haben wir noch die rhetorischen Stilmittel. Da habe ich euch vor einiger Zeit schon bei MS Teams einen Arbeitsauftrag zur Verfügung gestellt. Da ging es unter anderem darum, dass ihr euch eine Website anschaut, musstewissen.de.
ging es um literarische Stilmittel und es ging um ein Video, ein Werbevideo von Renault aus dem Jahr 2006 oder 2007, mit dessen Hilfe man Metaphern gut begreifen kann. Schaut euch diese Videos bitte nochmal an. Was ihr kennen und können müsst, sind zunächst jetzt in der 9. Klasse nicht sonderlich viele Sachen. Die Alliteration. Feiern, fressen, Fernsehen. Wörter, die mit dem gleichen Anlaut beginnen. Muss nicht zwingend der gleiche Buchstabe sein. So F und V werden häufig gleich gesprochen, gleich klingen. Anaphern, das ist wichtig, denn ihr werdet es für die nächste Schulaufgabe brauchen. Das ist wichtig, denn ihr werdet es für die Abschlussprüfung brauchen. Das ist wichtig, denn ihr werdet diese Art von Arbeiten möglicherweise noch häufiger in eurem Leben schreiben. Das ist wichtig, wird wiederholt, gleiche Satzanfänge. Anaphern. Metaphern. Wenn ihr euch das Video mit der Renault-Werbung anschaut, dann steht eine Weißwurst für Autos aus Bayern, eine Sushi-Rolle für Autos aus Japan, ein Knäckebrot für Autos aus Schweden und ein Baguette für Autos aus Frankreich. Personifikationen. Der Himmel weint. Der Wind heult. Der Magen knurrt. Das sind alles keine wirklichen Personen, aber die erhalten nun Eigenschaften, die diese Personen haben. Auch das dient der Veranschaulichung. Rhetorische Fragen. Wer möchte in der Schulaufgabe keine gute Note schreiben? Bin ich jetzt blöd? Meine Herrschaften, rhetorische Fragen sind Fragen, die keine Antwort erwarten. Aber sie beziehen den Leser mit ein. Sie lassen den Leser intensiver am Text teilhaben. Vergleiche veranschaulichen. Dumm wie Brot, zäh wie Leder, faul wie ein Iltis, keine Ahnung. Ihr kennt euch aus. Vergleiche veranschaulichen. Symbole, ihr kennt Symbole. Das Kreuz als Symbol für Religion oder auch für den Tod. Und ich habe euch auf dem Arbeitsblatt, das ihr hier bei Teams zugestellt bekommen habt, die Wirkung von Farben nochmal erklärt. Schwarz für Trauer und den Tod. Weiß für Leere, für Neuanfang und dergleichen. Rot für Liebe, Rot für Blut, Rot vielleicht auch für Schmerz. Grün als Farbe der Hoffnung, das frische Grün an den Bäumen lässt uns einen Frühling erahnen und stimmt uns auf ein hoffentlich gutes Jahr ein. Und schließlich und endlich noch Gelb ist die Farbe des Neides, Blau als die Farbe der Unendlichkeit, der Weite, der Tiefe. Meine Damen und Herren, das war's mit den rhetorischen Stilmitteln, das war's mit der Sprachbetrachtung. Ich hoffe, dass ihr gut klarkommt. Ich erwarte, dass ihr das auch lernt, denn ihr werdet es wirklich brauchen. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.